Ich kam 1932 in eine deutsche Schule nach Flensburg. Ja, und da war eigentlich noch, ich bin 17 geboren, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und wir hatten so in den 20er Jahren sehr viel Charleston getanzt, sicher Donna Clara und all diese Geschichten, die waren uns in unserem kleinen, na, man kann eigentlich sagen, nicht viel größer als ein Dorf. Aber in Flensburg, das war für mich so quasi Großstadt, da kam das erst langsam. Nicht? Dann kamen diese BDM-Typen auf, die uns, also meiner Generation, in meiner Klasse gab es dann so einige, aber wir waren immer eine gewisse Clique, die absolut unerträglich fanden. Aber genau dieses Frauenbild, was uns, die wir ja schon 15, 16 Jahre alt waren, 33, erschien uns ziemlich lächerlich. Es war also, die gingen dann immer in Uniform und stramm und man musste gehorchen. Na, wenn Sie wollen, es war wahrscheinlich das, was mehr oder weniger früher die Pfadfinder gewesen waren. Ne? Nur dann wurde es noch schroffer, noch für unser Gefühl. Also ich und bestimmte Freundinnen oder bestimmte Cliquen rundum haben dieses Bild nie akzeptiert. Es bestand daneben auch eigentlich ein anderes, nicht? Es war dieses Frauenbild stramm, deutsche Frau schminkt sich nicht. Daraufhin haben wir uns natürlich sofort enorm geschminkt, so wie es nur irgend damals ging. Aber es wurde nie so ganz akzeptiert von ganz bestimmten Umgebungen. Also die waren immer nuancenweise lächerlich. Und das fand ich auch ja sehr verblüffend nebenbei. Die Frauen, die Hitler liebte, waren ja sehr auf Eleganz aus, waren sehr hübsch, sehr, sehr gepflegt und durchaus geschminkt, wie seine Eva und die Magda Goebbels, aber auch die Leni Riefenstahl. Das waren ja keine, die in irgendwelchen Frauenorganisationen angehörten. Also es gab die durchaus elegante Frau und es gab die Frau, die nur dafür zu sorgen hatte, dass die Herrenrasse sich unidentifiziert von irgendeinem bösen Blut weiter, also für die Herrenrasse Kinder gebären sollte, wie das Lebensborn, der Lebensborn und so weiter und so weiter. Aber das war eigentlich nicht das völlige Bild. Wie war denn das überhaupt zu vereinen? Sie haben es ja jetzt auch schon gesagt, da gab es auf der einen Seite dieses Frauenbild, das ja auch die NS-Frauenschaft sehr stark geprägt hat, wie zum Beispiel die Scholz-Klink, das war ja ein ganz anderer Typ, auch eben uniformiert, streng, ungeschminkt und so weiter. Und dann gab es eben diese doch, Humorlos bis ins Letzte. ja, und dann gab es eben diesen anderen Frauentyp, der ja auch existiert hat, elegante Damen der Gesellschaft, wie eben auch Magda Goebbels. Wie hat das zusammengepasst? Ja, und du, ich muss gestehen, für mich, wenn ich es mir von meiner damaligen Sicht überlege, dann es passte gar nicht zusammen. Wissen Sie, es war ja auch eine Gesellschaft, die immer mehr so auch die Leni Riefenstahl mit ihren unglaublichen Filmen und wunderbare Heere, Bergwelt und all das da. Dass gleichzeitig war sie eine sich durchsetzende und begabte Frau. Also ich kann, hab, es war das Bild, also der Durchschnittsdeutsche hatte irgend so eine stramme Ameisenfrau, wenn Sie so wollen, nicht? Die gehörte zu irgendeiner, zu den Arbeitsameisen oder wie immer man sowas bezeichnen sollte. Aber daneben bestanden dann doch diejenigen, die etwas bevorzugter zu leben vermochten. Auch als ich studierte, ich habe in München zu studieren begonnen, 37. Das war, es gab einerseits eben BDM, Frauenschaft, die karg, humorlos, trostlos taten, was der Führer befiehl, diese religiösen Hingabeneigungen, die ja auch natürlich dann wiederum die anderen hatten, wie die Eva Braun und die Magda Goebbels, auch die Leni Riefenstahl.
obwohl sie sich nicht hingab, aber unglaublich, also Hitler war für sie eine Art Gott, das ist keine Frage, da war ein religiöses Element in diesen ganzen Geschichten. Ja, es gab sozusagen die durchschnittliche deutsche Frau, die hatte BDM, Gehorsam zu haben, Führer, Talent, nicht Schmuck, keinen Schmuck tragen, deutsche Frau schminkt sich nicht etc. Und daneben gab es dann sehr schöne Geschäfte mit wunderbar eleganten Kleidern in den 30er Jahren und solchen Absätzen, die man immer noch kaufen konnte, goldene Schuhe mit solchen Absätzen, erinnere ich mich noch. Also solange der Krieg nicht begann und nicht dann langsam die totale Zerstörung entstand, gab es zwischen 33 und 39 noch alle Typen. Auch wenn sie nicht den Vorschriften der hehren Nazi-Oberen entsprachen. Aber es waren ja alles Zyniker auch. Ich meine, Goebbels war ein absoluter Zyniker, Göring war ein Zyniker. Goebbels seinerseits ist sicherlich jemand, der sehr den Führer liebte und verehrte und ihn auch vergötterte. Sonst hat er keinerlei Gewissen. Hitler war sein einziges Gewissen. Und das war natürlich ein ziemlich zerstörerisches und schreckliches Gewissen. Aber sie waren Fanatiker und wollten Macht, und das ist es. Und das sollten Frauen gehorchen und selbstverständlich möglichst in Du bist nichts, dein Volk ist alles, in diese Richtung sich solchen Vorstellungen fügen. Welche Rolle wies denn damals das NS-System der Frau überhaupt zu? Wenn man das jetzt mal, es hat natürlich immer also Grauzonen sicher gegeben, aber wenn man jetzt mal so dieses Idealbild quasi der deutschen Frau, das damals die Propaganda auch verkündet hat, beschreiben würde, welche Rolle hat man denn da in der Frau gesehen? Welche Rolle hat sie eingenommen in der Gesellschaft? Wollen Sie es von meinem persönlichen Gefühl her oder vom Distanzierteren? Naja, es gab eben alles, und für uns waren diese Typen schon mit 16, 17 Jahren absolut lächerlich. Unerträglich eigentlich, und wir spotteten darüber, was uns dann auch mal sehr Schwierigkeiten einbrachte. Und wenn Sie es jetzt mal distanzierter betrachten, wie sah dann dieses Rollenbild aus? Ja, das Rollenbild war natürlich die NS-Frauenschaft und die BDM-Geschichten und all das da. Nur in der kurzen Zeit, Sie dürfen nicht vergessen, es war von 12 bis, es waren 6 Jahre. Sie wissen, kennen Berlin in den 20er Jahren, das war die modernste Großstadt, die man sich vorstellen könnte. Nicht, also die nach dem Kriege von den langen Röcken zu absoluten kniefreien Kleidung und kurze Haare. Es war ja ein unglaublicher Unterschied zu dem, was vor dem Kriege war. Und das gab es immer noch. Und das daneben gab es auch 6 Jahre. Und da gab es natürlich die jungen Mädchen, die begeistert waren. Sie haben ja auch all diese Dinge unendlich in Filmen festgehalten, wo man genau sieht, wie Hitler wirklich mit religiöser Hingabe, und er hat mir die Hand gegeben, nie wieder werde ich mir die Hand waschen, und all diesen Unsinn, der aber regelmäßig geäußert wurde von jungen Frauen, die ihn, also so, vor allem natürlich im Radio und propagandamäßig. Aber in 6 Jahren lässt sich eine Gesellschaft nicht so total umkrempeln. Das ist klar, dass es da eine Koexistenz gab, ist klar. Aber welche Aufgabe hatte man denn in diesem System der Frau zugedacht? Was sollte die Frau, was war das Ziel? Na, die Frau war gar nichts. Die Frau, wie es hieß, entweder Zuchtkühe oder irgend so etwas, hat mal der Göring geäußert. Oder arbeitsfähig, nicht weg in ein Haus, sie sollte nicht berufstätig sein, sie sollte dem Mann dienen, Dienerin natürlich, Jungfrau und Dienerin, da gibt es wunderbare Äußerungen, die ich jetzt im Moment nicht alle hier
ausbreiten möchte. Aber klar, die Frau sollte sich fügen, die Durchschnittsfrau sollte sich fügen. Dann gab es immer extra Frauen, die dann dies oder jenes darstellten. Aber die Durchschnittsfrau hat sich zu fügen und Kinder in die Welt zu setzen, dem Mann ergeben zu sein. Also eine Vorstellung von der Frau, die es normalerweise schon in modernen Staaten kaum noch gab.